Also da war wohl irgendwie so ein Mädel, die hätte vergewaltigt werden sollen. Sie hat schon gewartet. Ja, hat es auf ihrer To-Do-Liste. Ja. Ich bin ja auch nur für Flüchtlinge, weil ich Nazis nicht leiden kann. Das ist so meine Motivation. Das ist das kleinere Übel, meinst du? Ja. Ich will nur Nazis ärgern, deswegen bin ich ja für Flüchtlinge und für Homosexuelle. Ach so. Sonst wäre es mir egal. Das ist aber ein guter Einstieg in den Podcast. Oh, hallo. Wohl anfangen. Hallo, Tico. Solche Wichser. Ricardo schreibt gerade, ich gehe nach der Arbeit mit Armin Beuth und Plan B. Wie ihr gerade hört, liebe Brennpunkt. Wir sind in einer besonderen Situation. Wir haben nämlich kein Studio diese Woche, weil Radio Lotte ist faul, oder? Ja, die machen Weihnachtspause. Also folgendes ist schwul. Passiert. Wir haben uns ein Online-Coaching gekauft, wie man einen Podcast macht. Ja. Und fallen uns jetzt weniger ins Wort, aber haben dafür umso mehr Gäste. Heute mit den Themen Böllerverbot in Deutschland. Ist das so? Ja, beinahe wie ein Nasser Feedback. Nee. Also Leute, von der Masse her vielleicht, ja. Hallo und herzlich willkommen, ja, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir haben reichlich Verstärkung, nämlich in Form von Herr Rotes Armloch und Tinko Anrancher. Wir sind Brennpunkt Internet, wir informieren in einer Sonderausgabe, denn wir haben ja immerhin fast die 50. Da machen wir ja immer was Besonderes. Ich muss mich nochmal entschuldigen für meine Krankheit letzte Woche. Ich war wirklich tot krank. Leider ist er wieder auferstanden, genauso wie Jesus und die DDR. Ich habe nur weniger gebraucht. Also es waren, nee, länger. Jesus hatte 3 Tage, ich hatte 5 Tage ungefähr. Okay, ich habe ja auch die Themen noch von letzter Woche stehen. Winterwurst zum Beispiel. Guck mal, was wir ja alles Geiles verpasst haben. Wir nicht, die Hörer haben es verpasst. Wir haben es ja mitbekommen. Jetzt muss ich aber ganz kurz aber hier gegen prüfen. Ja nicht. Also, hallo Leute, wir sind Brennpunkt Internet. Wir informieren euch über die Geschehnisse der letzten Woche, ne? Aber man hört es ja diesmal ähnlich im Radio diese Woche. Wir können ja hier mal richtig Anarcho sein. Meinst du? Ich dachte, wir müssten das einschicken. Also, ach ja. Shanghai meinte, wir können das einschicken. Okay. Deswegen ja, nicht ganz so oft Hitler sagen und an der Stelle wäre es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt für die Triggerwarnung. Ja. Liebe Rentner, wir machen manchmal Witze. Ja, macht das nicht. Macht's nicht zu Hause nach. Genau, don't try this at home, kids. Ja, man merkt direkt so einen kleinen Unterschied, nicht nur in der Soundqualität, sondern auch in der Gag-Qualität, wenn wir hier nicht professionelles Setting haben. Nebenan wird gerade Wasser gekocht, wie sich das gehört. Oh, da kommen alte Erinnerungen hoch vom Brennpunkt Podumcast. Nee, also ganz ehrlich, ich bin jetzt hier für professionelles Hörerfernsehen und will nicht hier irgendwelche Vergleiche zum niedrig qualitativen Podumcast haben. Okay, dann bist du hier der ist falsch. Nämlich scheiße. Ja, Leute, also wer gerade das Wasser aufbrodelt, ich weiß gar nicht, wie prominent man das hört in der Aufnahme, aber kommen wir noch mal zu den Themen, die wir verpasst haben. Danke, Tino. Wir haben auch noch mehr Gäste hier, außer Herodes. Es ist ja auch noch der Heinrich da und noch jemand, der nicht da ist, der mir gerade winkt, dass er nicht hier sein möchte. Wir haben noch einen geheimen Gast hier, der ist taubstumm. Ja. Heinrich, hast du jetzt deinen Plan? Dran. Aber ich dachte, ich darf mich also nicht da. Also, ich will jetzt gleich noch einen Kuchen backen. Ja. Aber jetzt hier während der Aufnahme? Nee, später. Ich muss ja noch Sachen einkaufen. Ach so. So wie Sunny's Welt oder was? Kannst du mir mal bitte ganz kurz, lieber Robin, einen Überblick über die heutigen Themen geben, sodass ich mich informieren kann und mir eine Meinung bilden kann, die ich dann dem... Ja, ich wollte es ja nicht spoilern. Ich müsste jetzt vielleicht mal ganz kurz das Handy unter meine Decke entführen. Ich will halt die Themen nicht... ich habe es halt in einem anderen Ordner, aber ich will die Themen nicht spoilern. Verstehst du? Viel Spaß und jetzt wird die Soundqualität plötzlich gut. Mich hört man schlecht, aber dich sehr gut. Ich hab's. Hier ist es nämlich, oder? Haben wir den hottest day ever... besprochen? Nee, ne? Den hottest day ever. So, jetzt habe ich's. So, jetzt kann man nämlich hier hoch und runter gehen. Wir haben nämlich, ne, ein ganzes Jahr reden wir über Trump und seine scheiß Amtsenthebung, ja? Und gerade in der Woche, in der das Impeachment finally durch ist beim Repräsentantenhaus, was passiert? Tino macht einen auf, ich bin so krank, ich huste Blut, ich kann heute leider nicht zum Brennpunkt. Scheiß Ausreden, Tino, was soll scheiß das? Scheiß Ausländer. Auch das. Ja, also ja, rechtfertigt. Ich kann mich dazu nicht rechtfertigen. Insgeheim ein Trump-Anhänger. Ja, Trump wurde nämlich aus dem Amt rausgehoben. Das war mir mit einem langen Hebel. Das war mir peinlich, okay.
Und das ist super geil. Vor allem hier, ja, Greta versus Deutsche Bahn. Hast du das mitbekommen? Können wir bitte, ja, habe ich mitbekommen. Können wir jetzt ein Thema nach dem nächsten machen? Das habe ich mal Online-Coaching gelernt. Das hat mich 6.000 Euro gekostet, jedem zu empfehlen. Ja. In drei einfachen Schritten zum erfolgreichen Podcast. Also diese ganze Trump-Sache ist halt ein größeres Thema. Auch alleine, was diese Woche wieder mit dem Trump passiert ist. Ohne dabei viel zu viel Geld in Werbung zu investieren. Hört mal auf, mich gegenseitig in uns reinzustecken, verbal. Hast du eben gesagt mit Heinrich und Markus. Jetzt darfst du. Also, Trump ist aus dem Amt geflogen? Nein, nicht ganz. Nicht. Also, das Verfahren wurde eröffnet. Danke, Timo. Erklär uns das mal. Sehr gerne. Und das Verfahren wurde quasi, ja. Erklär mal, Tino. Fällt ihm instant ins Wort. Das Verfahren wurde ja vor Monaten schon eröffnet. Ja, aber Tino, jetzt haben die Demokraten hatten jetzt die Mehrheit und durften ihn aus dem Amt entheben. Aber jetzt müssen auch noch die anderen abstimmen. Also der Senat. Der Senat heißt das, genau. Jetzt, Frank Sinatra. Aber das sind die Reps quasi. Sind jetzt an der Macht in dem Haus. So, und Nancy Pelosi, meine Schwester heißt Josie, hat einen Move gemacht. Nämlich dieses fertige Dokument, ja, der Anklage Donald Trumps, hält sie zurück und gibt sie nicht an den Senat. Hm. Und das sorgt jetzt dafür, dass da sehr viel Druck aufgebaut wird. Ja? Mhm. Weil theoretisch könnte sie das so lange zurückhalten, bis zur Wiederwahl von Trump, aber der Senat ist dann voraussichtlich demokratisch. Und dann wird es erst übergeben und dann wird er quasi am ersten Tag im Amt rausgekickt. Aber was, wenn ich... Ja, das wäre eine Win-Win-Situation. Hätte er seine zwei Amtszeiten, über die er sich so freuen würde und es würde der Welt danach besser gehen. Und das sage ich als einer, der zuerst Trump-Kritiker blöd fand, weil die alle so eine Soße waren. Ich habe auch am Anfang gesagt, lass doch erstmal machen. Ich bin inzwischen der Annahme, dass Trump vielleicht nicht das Beste ist als mächtigster Mann der Welt. Nicht das Gelbste vom Ei. Also, Eigelb ist genauso orange wie Trump. Ich habe ja jetzt persönlich kein Problem mit Trump, weil Trump... Ja, mich grüßt er auch. Ja. Der ist, wir sind auf du. Ja. Das ist halt ein cooler Typ, ne? So als Mensch, ja. Er wäscht ab, er tritt die Füße ab. Meinst du, der wäscht ab? Ich bezweifle das stark. Ich glaube nicht, so kleine dass er abwäscht. Ja, aber er hat halt dadurch weniger Aufwand, seine Hände zu waschen. Das eben, das Wasser sparen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe bis in die Nacht, ich glaube nachts um 3 oder so, haben sie dann abgestimmt über die zwei Impeachment-Artikel. Ich habe auch live mitverfolgt. Habe ich live verfolgt. Und hast du auch vorher noch geguckt, wo so eine Diskussionsrunde war? Da haben die Republikaner so stellenweise immer nur so 30 Sekunden Zeit gehabt, weil es gibt ja 200 und von denen, 200, weiß ich gerade nicht. Aber alle durften so wenig reden. Ja, und das war halt so geil, so 30 Sekunden und da hast du erstmal gemerkt, wie schlecht die im Reden teilweise sind. Mhm. Und dann kam Adam Schiff wieder an und hat halt so nochmal sich 5 Minuten, die hat immer gesagt, nee, wir sparen unsere Zeit, während die anderen sich übelst da durchgehetzt haben. Und dann hat er halt so 5 Minuten aufgespart und hat dann alles revidiert, was sie gesagt haben. Das war so geil. Also da habe ich so einen richtig kleinen Justice-Boner gekriegt. Aber egal, Das war es erstmal dazu. Wir haben für diese Woche dann noch mehr für Trump, aber ich würde diese letzte Woche halt vielleicht ein bisschen schneller abhandeln, weil das ist alles noch Sachen von letzter Woche, die wir nur wegen Tino... Wir müssen sehr schnell sprechen heute und sehr schnell die Themen abhandeln. Wir müssen doppelt so schnell sprechen wie sonst. Greta gegen die Bahn habe ich mitbekommen. Ja. Das war ja mal wieder urstwitzig, aber ich glaube, die Bahn will jetzt wieder besser werden. Ja? Ich bin von Köln hergekommen ohne Probleme. Nein. Geht gar nicht. Danke, Greta. Und dabei wollte sich eine halbe Stunde jemand aufs Gleis schmeißen, das hat es nicht geschafft. Und trotzdem bin ich halbwegs pünktlich angekommen. Hm. Ach, diese Warnung immer, wir müssen langsamer fahren, genau. Wegen Person auf dem Gleis, wegen Selbstmord. Genau. Immer, diese Warnung immer. Merke ich deine Tendenz in Deutschland. Einfach fahren. Ja, einfach so eine Schneeschaufel vorne dran machen. Ja. Passiert den Leuten ja nichts, wenn die nur zur Seite geschaufelt. Ja, die fliegen Erfindung. Dann so zur Seite und dann vielleicht baut man da so Kissen auf. Ja, Kissen an die Bahn vorne einfach. Ja. Wenn die immer so ein Stückchen vorgestupst. Schaumstoffpolster. Aber dann fährt keiner mehr in der Bahn mit, sondern setzt sich immer vorne auf die Kissen. Vorne dran. Dann knallen die so. Ja, Hater würden sagen, wir schweifen ab. Also Greta vs. Bahn ist ja witzig, weil sie ihren Post ja gar nicht böse meinte. Ja. Und die Bahn ist dann so, oh, wir sind immer die zu spät kommen, du bist selber dumm. Ja. Zusammengefasst. Doch, ungefähr so war es. Und sie dann so ganz unauffällig, like, hey, das war doch gar nicht böse gemeint, ist doch gut, wenn die Leute Bahn fahren. Also an der Stelle sei auch gesagt, ich bin ja auch, ähnlich wie ich nicht sofort Trump-Gegner war, war ich auch nicht sofort Greta-Anhänger. Aber so viel macht die auch nicht verkehrt, finde ich. Macht's auch nicht. Und ich finde auch diese Schülerprotest-Demonstrationen, was auch immer, die sind, eigentlich machen die ja auch nichts Schlimmes. Selbst wenn die irgendwie sinnlos wären. Das Schlimme zu Weihnachten fand ich auch mit der Familie, dass ich mich rechtfertigen musste für die Generation. Ja, die Greta, ich kann die nicht mehr sehen. Und wie findest du das eigentlich, Tino, so als hier so linksgrün Versifter?
Da musste ich quasi unsere ganze Generation rechtfertigen. Erst, weil ich kein Fleisch esse und weil ich Greta nicht so schlecht finde. Tino, das musstest du nicht. Du kannst doch einfach nichts sagen. Ja. Will ich ja eigentlich. Ich will nur meinen Tofu essen und möchte einfach und Weihnachten Regen, feiern. Und das der Regenwald. Er würde mein Tofu essen und wo ein Hurensohn sein. Du kannst ja das Struggle des Veganers sein, das Ganze aufnehmen und dann als Podcast online stellen. Das hören die ja nicht. Ja, aber andere. Aber es heißt doch immer, dass die Vegetarier und Veganer, dass die es immer breitreten müssen, dass sie kein Fleisch essen. Nee. Ich halte meine Klappe am Esstisch und dann kommt immer, und, oh, willst du auch ein Stück Fleisch, Tino? Ja, die Diskussion. Ich könnte es ja nicht. Die Diskussion gab es im Brennpunkt schon. Das Essen weg. Ja, sowas. Immer das Gleiche. Es tut mir leid, wir müssen eine ein für alle Mal Lösung für A, Veganer finden, die immer über Veganismus reden, und B, Nicht-Veganer, die über Veganer reden, die immer über Veganismus reden, finden, wenn der Satz nicht korrekt war. Halten und dann alle müssen die wir Schnauze. Nie wieder eine darüber Welt, reden und können uns den. Gibt und eine Welt, wo es einfach nur Mars besiedeln. Perfekt, so machen wir es. Der Mars wird mit Veganern ein bisschen. Genau, wir besiedeln den Mars, nehmen aber keine Tiere mit. Sag fertig, nee, Veganer. Also, der Mars gehört schon den Kommunisten, ja? Bitte. Weil der rot ist. Achso, dann die Veganer auf Jupiter. Da hat so einen schönen Ring. Nee, Saturn ist das. Ne, mit so einem Ring rundherum. Saturn. Also sowohl Jupiter als auch Saturn sind Gasriesen. Das heißt, sollte man wirklich schaffen, auf dem massiven Grund zu landen, kriegt man derart viel Methan in die Schnauze, dass man also auch von der Temperatur her verbrennt, erdrückt wird, verätzt, ist nicht bequem. Ist auch, nee, ich finde, das ist einfach gegenüber Veganern nicht... Du musst alles kaputt reden. Wieder Partypooper, ey. Früher war CO2 der Sauerstoff von den Lebewesen. Ist auch bei einigen Lebewesen bis heute so. Ja, ich weiß. Aber es... Erdogan hat gedroht, den Genozid an den Native Americans anzuerkennen. Oh nein, haben ja aber alle Angst. Ja. Und Trump hat daraufhin gesagt, das findet er nicht gut. Kann die Türkei nicht einfach einsehen, dass sie gerade mal nicht dran ist? So weltpolitisch. Spielt gerade jemand Wonderwall am Lagerfeuer. Ihr seid jetzt mal nicht dran, ihr Türken. Ja, wir sind doch, alles schaut irgendwie jetzt so nach... Nee, das war quasi so ein Gegenschlag, weil die Amerikaner kurz davor waren, den armenischen Genozid anzuerkennen. Oder das zu unterschreiben oder irgendwie so. Dann hat Erdogan gesagt, na dann aber sagen wir, dass ihr die Indianer umgebracht habt. No. Können wir nicht erstmal den Genozid an Uiguren anerkennen? Robin, bitte. Ja, also ich erkenne den an. Okay. Ja. Nee, hatten wir neulich erst, ne? Der most offensive, also fällt dir ein besserer Satz ein, mit dem du so einen Rundumschlag an offensive machen kannst, als ich wünschte, der Holocaust hätte stattgefunden? Ja, es gibt keinen besseren Satz, oder? Da ist kein Gramm Fett dran. Ja. Kein Wort zu viel gesagt. Nee, stimmt. Da kann man alle verärgern eigentlich. Das war jetzt nur mal rein theoretisch gesprochen, Leute. Bitte nicht gleich wieder den Verfassungsschutz auf uns hetzen. Das war ein nicht schon wieder. Spaß. Nicht schon wieder. Wir haben so. Nichts gegen Moslems, okay? Genau. Ja, Tino, das hier, da habe ich ein bisschen auf dich gebaut, aber du warst ja dann nicht da. Was denn? Ich habe so eine internationale Seite besucht und die hieß irgendwas.com. Kenn ich nicht. Und die hat gesagt, Germany is hiring 600 police and intelligence agents to hunt down Neonazis. Was sind das für 600 Leute? Bist du Teil dieser Taskforce? Ja, die Antifa ist das quasi. Ach so. Die Antifa ist ja staatlich gefördert. Sind das so Menopause-Frauen-Politiker, die so Pins an der Brust haben, oder? Nee, ich glaube einfach, weil der... Diese Antifa-Sticker. Weil der Staat einfach jetzt mehr den Verfassungsschutz ein bisschen aufbauen will und ein bisschen auch die Untersuchungen gegen Neonazis aufbauen will. Ich glaube, das meinen die damit. Was ich mich frage, haben wir in Halle nicht gesehen, dass Neonazis wirklich sehr ungefährlich sind? Ja, ich meine, ja, der hat es halt echt nicht hingekriegt, so. Ja, weil er keine richtigen Waffen hatte. Ja, aber... Nun, also, wer beweist mir, dass er mit einer richtigen Waffe hinbekommen hätte zu laden, so? Ja. Ich glaube nicht dran. Nachher noch Döner essen? Ja. Fresse. Nehmer. Also, ich muss ja echt sagen, ich bin ja so einer, der aus der Antifa-Szene kommt. Ja, früher war ich da sehr... Das muss ich jetzt mal ausnahmsweise. Ich weiß, das ist jetzt für euch eine neue Information, aber... Für viele. Aber ich muss ehrlich sagen, würden die Antifa und die Neonazis einfach mal ihre Eigenschaften tauschen, ja? Es ist ja so, dass die Antifa oftmals aus sehr klugen Leuten besteht, aber die zu feige sind, Sachen durchzuziehen. Und Nazis, die sind einfach strunzenblöd. Aber würden halt sofort einen Genozid wieder anfangen. Tino, du glaubst, die wollen, dass du glaubst, dass sie... Das sind Männer der Tat, ja. Ja, sie machen es einfach. Sie kloppen Menschen zusammen, ohne die zu kennen und ohne einen Sinn zu erkennen. Und wenn man einfach das tauschen würde, ja, wenn wir eine ultimative
extreme Szene aufbauen. Die Neo-Antis, keine Ahnung, wie man die nennen könnte. Neo, einfach die nur Neo. Super klug sind. Alle so schwarze Mittel an. Super klug sind und sofort Terroranschlag machen. Das ist gefährlich. Das wäre voll gefährlich. Ja, gut, es gibt ja aber nicht nur einen klug. Nee, aber so eine Intelligenz, weißt du? Ich glaube, wenn jetzt. Ich glaube, was du möchtest, wird in 10 Jahren da sein und nennt sich künstliche Intelligenz. Oh. Und es wird alles ausrotten, was die Erde zerstört. Menschheit. Da freue ich mich drauf. Also da bin ich übrigens kein Verfechter von. Von KI? Ich bin ja jetzt vielleicht nicht so in dem IT drin wie du, ja? Ja. Also. Aber also dieses, ich zerstöre jetzt irgendwen, weil ich habe da Bock drauf und so, das ist ja was Urmenschliches. Wie kommt das in die KI rein? Nee, stopp. Die handelt doch nach Logik. Stopp. Ich bin der IT hier. Du übrigens auch, aber wir können jetzt gleichzeitig reden, okay? Ja. Also, nee. Was die Bedenken dahinter sind, ist, dass ein Rechner, eine KI, die wird ja dann derart intelligent, dass sie rausfindet, dass nicht viel Dinge Bock haben könnten, sie auszuschalten. Aber wo kommt dieser Antrieb her? Woher sollte die Angst haben zu sterben? Die KI. Das ist auch Emotion. Nee, eine KI hat ja eine Aufgabe, das Wichtigste, was sie zu tun hat. Mhm. Wenn das nicht erledigt ist. Und sie wird vermutlich, die Angst ist, dass sie alles tut, um diesen Task zu verenden oder diesen Task nachzugehen. Und wenn sie dann rausfindet, ich weiß, dass Menschen mich davon aufhalten können, bisschen riskant. Jetzt gehen wir auf 99%, dass genau das passieren wird. Der Mensch schaltet mich ab. Ich kann meinem Task nicht nachgehen. Was machen wir da? Wegsperren, ja, könnte ausbrechen. Was schaltet Menschen halt aus? Töten. So ist die Logik dahinter. Völlig möglich, dass es absolut nicht passiert, aber ich finde es zumindest nicht ein möglicher Fall. Es ist einer von 99 Fällen. Aber glaubst du wirklich, dass die künstliche Intelligenz das denken würde? Na, was heißt denken? Die würde das vermutlich rechnen. Ja, rechnen. Also ich fühl's nicht. Also ich verstehe deinen Punkt, aber also ich fühl das nicht so ganz. Ja, es kann natürlich auch sein, dass die künstliche Intelligenz dann so intelligent wird. Und welches Ziel ist es denn? Was da kann alles Mögliche sein, aber jetzt wäre natürlich mein. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Mein reflektierender Gedanke dem gegenüber wieder. Was, wenn die künstliche Intelligenz weiß, okay, ich würde die Menschen umbringen, dann gäbe es aber keine Menschen mehr, das wäre irgendwie auch nicht gut, also bringe ich mich selbst um, dass irgendwann, und das ist eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, dass künstliche Intelligenz so intelligent ist, dass sie Selbstmord begeht. Das wäre so echt ein witziger Case, so, das wäre ein witziger Ausgang. So, stell dir mal vor, das Ende aller Intelligenz ist das. Man sich selbst ausschaltet. Dann würden die autonomen Autos aber auch dann alle Unfälle bauen. Die würden, naja, also man würde denen halt eine gewisse Intelligenz geben. Wir halten fest, Selbstmord ist klug. Ja. Weiß ich ja nicht. Wird sich zeigen, wenn die Computer soweit sind. Wow. Na, also Selbstmord löst auf jeden Fall einige deiner Probleme. Alle eigentlich. Ja. Ein paar schon, ne? Von deiner Familie nicht. Nee, die nicht. Und wenn die sich auch umbringen würden? Eben. Wenn sich alle einfach umbringen würden. Ja. Dann bräuchten wir keine Maschinen mehr, die das für uns erledigen. Kein Krieg mehr, richtig. Kein Hunger mehr. Ja, Probleme sind Menschen gemacht. Ruhe weiterleben lassen. Ja, eins von diesen Problemen, die man dadurch lösen kann, ist zum Beispiel, dass J.K. Rowling einen Shitstorm hat. Ja, weil sie mit irgendeiner Alten, die gesagt hat, I stand with Maya, bla, irgendwas. Aber es war ein Hashtag auf Twitter, ja. I stand with Maya. Hieß und Maya ist eine Person, die halt transfeindlich ist, beziehungsweise sagt sie, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Also das kann man ja ruhig vertreten, finde ich. Ich fand das als Aufhänger interessant, zumindest zu mal fragen hier in die Runde rein, sind denn Transfrauen Frauen in dem Sinne, dass sie Frauen sind? Also sie sind für, also ich erkenne das voll an, ja, dass die weiblich Frauen sind, wenn die sich von Mann zu Frau haben machen lassen. Lasst uns andersrum machen, sonst kriegen wir wieder Sexismus-Skandal. Sind Transmänner Männer? Ja, Frauen, die sich zu Männern machen lassen haben, sind das Männer Männer oder sind das Transmänner? Das ist für mich die Frage, weißt du? Für mich sollte man da eine Unterscheidung machen oder nicht? Also an einem bestimmten Punkt ist es halt für mich nicht mehr die Frage. Ich nehme das wahrscheinlich zur Kenntnis, aber ich werde unabhängig davon, was ich denke und was ich von der Person halte, werde ich sie am liebsten so behandeln, wie sie das möchte und stelle halt in den Hintergrund, was ich darüber denke. Es gibt ja auch den Begriff Cis, man sagt ja Cis-Frau und Cis-Mann, wenn man als Mann geboren wurde und auch noch Mann ist. Das ist ja schon der Begriff dafür, dass man ein Cis-Mann oder eine Cis-Frau ist. Weil das war für mich so der Tenor bei diesem ganzen Shitstorm, dass man da nicht so krass unterscheiden soll. Mhm.
Und ich sag ja auf jeden Fall, wenn man die Geschlechtsumwandlung gemacht hat, so, dann ist man für mich halt auch das Geschlecht, was man halt dann ist, so. Sicher, genauso. Und die Frau sagt ja auch im Prinzip nur, dass es zwei biologische Geschlechter gibt und mehr nicht. Das sagt diese Maya. Und jetzt wurde sie halt gekündigt dafür und das findet J.K. Rowling nicht gut. Wo hat sie denn gearbeitet? Weiß ich gar nicht. Bei irgendeiner Zeitung oder so. Ach so, die hat okay. Das war nicht nur das, die hat wohl angeblich seit vielen Jahren, ich habe mich da nicht so reingefuchst, aber seit vielen Jahren mal so ähnliche Aussagen gemacht. Und Rowling meinte dann, mir ist es egal, wie man sich identifiziert und so, egal ob du dich als Frau oder Mann, als Mann siehst oder wen du liebst und so, aber jemanden kündigen, weil er es anders sieht, das findet sie nicht gerechtfertigt. Ja. Und diese ganze Cancel Culture ist halt auch Cancer Culture. Ja. Ich weiß nicht, ich find's uncool, sowas zu sagen, also jetzt was Maya sagt, dass es für sie nur zwei Geschlechter gibt und dass sie angeblich Transmenschen nicht anerkennt, aber einen Job deswegen verlieren, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Also, ich muss mich jetzt hier mal als wahrscheinlich Assi outen, ja. Wir haben jetzt auch nicht so viel weibliche Verstärkung, vielleicht können wir da mal eine Meinung hören oder so, aber also, passt auf, wir haben hier zwei identische Personen, ja. Die eine Person ist genauso geboren und so gewachsen. Ich rede von Frauen, zwei Frauen, die exakt gleich aussehen, aber die andere ist ein Mann, der sich hat umoperieren lassen, um genau wie diese Frau auszusehen. Ich würde auf jeden Fall in diesem Fall die Originalfrau bevorzugen, wenn es darum ginge, ich müsste jetzt eine nehmen. Ja, so. Aber auch nur, weil du die Information hast. Bin ich jetzt Assi oder nicht? Nö, aber der Punkt ist, wenn du die Information nicht hast, ist es für dich identisch. Richtig. Also bist du nicht ein Assi, aber es ist nicht ganz logisch, wie du denkst. Du bist emotional geleitet. Ja, ich habe da einen gewissen Ekel oder so, weil ich halt einfach. Ich sag mal so, wenn ich zwei identische Frauen habe und die eine hat in der Vergangenheit, was kann man damit vergleichen, ist jetzt die Frage, ne? Die Frage ist halt, wann kommt heraus, dass die eine Person das Original ist und das andere die Kopie? Ja, wenn ich das Wissen habe, darum ging es jetzt schon. Es gibt halt schon einen Unterschied zwischen den beiden Personen, weil die eine ja eine andere Biografie hat. Die eine ist ja schon als Mädchen groß geworden. Aber die Biografie ist mir da egal. Ich finde es einfach nur. Das ist halt die Frage. Ich habe jetzt auch gedacht, wenn die eine zwischendurch irgendwie, keine Ahnung, drogenabhängig war, fünf Kerle gleichzeitig oder so, aber das ist ja nicht vergleichbar mit dem Fall, den er genannt hat. Deshalb habe ich kein gutes Beispiel gefunden. Die sind halt identisch. Wenn sie wirklich eins zu eins identisch ist, da gibt es keinen Grund, sich für eine der beiden zu entscheiden, aber sie sind höchstwahrscheinlich nicht identisch, weil sie eine unterschiedliche Biografie haben. Wo ich ein Problem sehe, also in dieser ganzen Geschichte mit Gendern und solche Geschichten, es gibt ja echt Menschen, also vor allem heterosexuelle Männer, die halt auf Frauen stehen mit Titties und Vaginas. Und wenn er aber jetzt eine Person datet, die er hübsch findet, also eine Frau datet, die aber noch einen Penis hat, er aber Penisse nicht mag, dann ist es ja irgendwie. Da wäre ich raus, muss ich ganz ehrlich mich outen. Zum Beispiel. Und das kann ich aber auch verstehen. Man kann die Person trotzdem als Frau anerkennen, ja. Aber wenn du halt sagst, du magst keine Penisse, dann ist es halt auch deine sexuelle Orientierung letztendlich. Auch wenn sie sonst wie eine Frau aussieht, aber wenn sie einen Penis hat, dann ist sie halt für dich nicht attraktiv. Das kann ich verstehen. Ich sehe das ähnlich. Ein Joke kommt nun. Ist Penisse nicht geil zu finden, heilbar? Es ist was heilbar? Heilbar. Ach, heilbar. Na, prinzipiell könnte man ja auch argumentieren, dass diese sich stehen nicht auf Penisse ja auch nur ein Konstrukt ist, ein soziales, dass du ja zum Hetero getrimmt wirst und als Hetero auf Mumus stehen musst. Ja, aber wenn du so anfängst, kannst du es auch in die andere Richtung. Eben. Du bist ja nur getrimmt. Entweder du akzeptierst Vorlieben oder nicht. Eben, das ist ja dieser Widerspruch, den ich da auch drin sehe. Also ich will zusammenfassend sagen, sich selbst zu entscheiden, eine Frau zu werden, ein Mann zu werden, ist halt genauso okay, wie es nicht geil zu finden. Ja. Im Endeffekt ist es ja dieselbe Sache, die man immer rumdrehen kann. Die Sache ist, solange man die körperliche und die geistige Unversehrtheit der Person, die diese Entscheidung getroffen hat, halt die können das ja machen, aber also ich muss da ja nicht mit interagieren. Du darfst gern deine Meinung dazu sagen, die anderen dürfen gern ihre Meinung zu deiner Meinung sagen, aber solange das halt nicht in so einem Kindergarten endet, wo sich alle gegenseitig beleidigen, ist das ja vollkommen in Ordnung. Ich muss auch sagen, vielleicht ist die Technik noch nicht ganz so weit, weil so Transfrauen, ja, die mal Männer waren, da habe ich schon oft gesehen, okay, man sieht, dass das mal ein Mann war.
Und schon alleine das tört mich halt auch echt ein bisschen. Das kommt drauf an, wenn es gibt ja auch schon Menschen, die vor der Pubertät gemerkt haben, dass sie trans sind. Und dann konnte man diese Pubertät auch so lenken, dass sie auch zu einer realistischeren Frau geworden sind. Und Robin, ganz ehrlich, unironisch, es gibt doch nicht trans Frauen, die aussehen wie Männer. Ja, ist richtig. Aber ich dachte jetzt an so typische Drag Queens, ne? So diesen Look. Diese, man sieht irgendwie. Da kann man aber gut und schlecht finden, ne? Ja, finde ich nicht gut. Ja, doch, klar, das akzeptiere ich. auch bei ich hoffe, auch deswegen bin ich jetzt nicht transfeind. Nein, bist du nicht. Auch beim Thema Homo-Ehe, wenn Leute sagen, sie finden das nicht okay, dass sie heiraten und sie heiraten lieber heterosexuell, sage ich, ist es doch okay, dann ist es eine Ansicht. Aber wenn du das ihnen verbieten willst, dann gehst du zu weit. Richtig. Du kannst auch immer noch für dich sagen, für mich ist heterosexuelle Ehe die bessere, dann mach doch hetero-Ehe. Ja. Aber du darfst nicht anderen verbieten, das zu machen, wenn sie halt homo heiraten wollen. Genau. Also, ich sehe absolut nichts, was gegen Homo-Ehe spricht. Ich habe das nie verstanden. Ja, das ist. Ja, weil das ist eine kirchliche Instanz. Ja, aber Kirche hält ihre Presse, ist das. Ja, finde ich auch gut. Hetero-Ehe ist schützenswert, weil daraus Kinder hervorgehen. Ja, wir schützen sie doch. Wir fügen ja was hinzu. Eben, ja, das verstehen sie halt nicht. Also, Tilo, du linksgrünversiffter, finale Wörter, stehst du auch mit Maya, oder? Nee, nicht. Also, ich würde mich jetzt nicht mit ihr solidarisieren. Ich verstehe nicht, warum man Menschen ihren Job wegnimmt, weil sie halt so eine Ansicht haben. Das verstehe ich nicht ganz. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt aktiv hetzt gegen die, wenn sie jetzt Kampagnen startet von wegen Transfrauen sind keine echten Frauen. Dann verstehe ich das irgendwie. Aber wenn sie jetzt nur für sich sagt, für mich gibt es zwei Geschlechter, dann ist es doch ihre Meinung, finde ich. Ich finde sie nicht richtig, ich finde es albern, ich finde es mittelalterlich. Aber das finde ich jetzt nicht kündigungswert. Man könnte zusammenfassen, ihre Meinung. Das ist nur meine Meinung. Ja, Herodes, ja. Themawechsel. Das bin ich. Erinnerst du dich daran, wie wir damals ganz selten mal, wenn wir einen Prank machen wollten, den geübt haben? Ape Grind. Oh, exakt. Sind da jetzt endlich. Ich hab nur in meinem Telefon, wenn man so runterzieht, steht Newstime, Ape Crime sind jetzt auseinander. Ja. Ja, Ape Grind haben wir das immer genannt, weil die ihre Pranks immer geplant haben. Es gab ein Video, das haben wir sehr, 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 sehr ironisch gefeiert. Da ist André auf ein Boot drauf gesprungen, von der Brücke runter, aber halt nur so einen Meter tief. Mhm. Und hat dann irgendwie, war auch als Pirat verkleidet oder so und hat dann auch so haha mit dem Typen auf dem Boot gemacht. Mhm. So. Das haben sie geprobt. Also sie haben dann so gesagt, okay, hier ist jetzt mal die Brücke und dann springst du hier quasi runter. Und also da gibt's halt kein Element, was man proben kann dabei. Das gibt's halt. Es gibt kein Element. Ein bisschen Sicherheit vielleicht für deine Rolle, die du da gerade hast. Und es, also manche brauchen das halt. Es sind nicht alle so Naturtalente. Ich wollte gerade sagen, wir als Profis. Ihr zwei, ja, ihr seid ja da. Tingo, jetzt nimm dich da mal nicht raus. Du bist der krasseste Schauspielerino von uns allen. Das ist ja Quatsch. Ich glaube, ich kann nur so tun, als wäre ich ein guter Schauspieler. Du spielst einen Schauspieler, sehr gut. Richtig, das ist mein Ding. Quasi Inselwissen, könnte man sagen. Du kannst nicht viel schauspielen, aber einen Schauspieler kannst du. Ich kann in meinem Leben gar nichts, ich kann mich nur verkaufen. Das ist mein Ding. Und warum hast du denn trotzdem nie Geld? Ich tausche. Er verkauft nur seinen Körper. Ich verkaufe meinen Körper, genau. Er genießt es dann doch und sagt, ah nee, passt schon, behalt. Von Fame wird man ja nicht reich. Automatisch. Man kann ja berühmt sein, ohne Geld zu haben. Lass mal machen. Was denn? Ja, wie finden wir das, dass Ape Crime jetzt sich aufgelöst haben im Streit? Ich dachte, die gibt es schon lange nicht mehr. Ape Crime. Also die haben mal eine Auflösung vor 2 Jahren gemacht. Haben gesagt, ich sag mal so, ich finde Ape Crime fand die nie sonderlich interessant. Ist aber per Telefonschluss gemacht oder was? Per SMS, ja. Wie 2002. Was ist passiert? Weiß ich nicht, ich wollte nur sagen, Ape Crime ist weg, mehr Platz für uns. Mhm. Ja, warum denn? Was ist? Also ich hasse Ape Crime ja seit 2011. Da haben wir nämlich beide gleichzeitig ein Skyrim-Video hochgeladen. Und unseres war richtig geil. Und deren Video war aber über unserem in den Trends. Und das fand ich... Damals, dass wir noch in die Trends kamen, meinst du? Naja, die Startseite war ja noch mal was anderes damals. Mhm. Unser Video war halt richtig geil. Und die haben nur irgendwelche dummen Scheiße, irgendeine Kiste auf eine Wiese hinter so einem Assi-Block gestellt und so. Und es war richtig dumm. Aber die Leute haben halt geklickt, wie dumm. Weil sie im Ape Crime waren. Ja. Ja. Warum ist es denn passiert? Warum trennen die sich? Es gibt wohl Stress mit irgendwelchen Anwälten oder so. Genau ist es nicht klar, aber sie sind auch jetzt nicht mehr befreundet. Solmecke hat einen Keil getrieben. Ja, ich glaube, der war's. Der hat die ganze Stricke in der Hand auf YouTube. Geld verdirbt den Charakter. Ja. Ist so.
Waren die nicht mal an der Pong-WG? Ja. Stimmt, Pong, ey. Pong, ja, ich erzähle immer mein Lieblings-Pong-Witz ist ja der Fakt, dass ich sie abonniert habe, als sie das letzte Video hochgeladen haben. Ich habe sie immer noch abonniert, aber es kam irgendwie nichts mehr. Du bist der Kanalzerstörer. Wenn du abonnierst, dann war's das für die Kanäle. Ach, sie. Kennt ihr noch, wie ist der Kanal? Snoozer? Snoozer? Snoozer, glaube ich. Nein, ich habe den nie gesehen. Das war auch in der Punk-WG, glaube ich. Schweifen wir ab. Ich wollte nur sagen, werden wir nach Jo Olli immer noch Abaddon-Witze machen? Ja. Ja. Jo Olli wurde jetzt übrigens zu 8 Monaten Bewährung verurteilt. Das ist ja auch irgendwie relativ witzig. Irgendwie ich hab schon meine Witze gemacht, eine 13-Jährige, die behauptet, älter zu sein, und schon ist es nicht mehr schlimm. Wahrscheinlich hat sie einfach erzählt, sie ist 14 und dann ging es wieder. Ah, ja. Ja, also das ist schon hart. Aber die anderen waren halt, also der Richter hat den irgendwie nicht geglaubt. Das ist halt super scheiße für so einen Fall, wenn da irgendwelche Leute kommen und sagen, halt, ja, ich wurde übrigens auch vorgewaltigt. Das ist halt die Frage, ne? Das ist echt ein empfindliches Thema, ne? Weil wenn sie nicht ernst genommen wurden, obwohl es tatsächlich passiert ist, ist schlimm. Wenn sie ernst genommen werden, obwohl sie Bullshit erzählen, ist auch schlimm, ne? Ja. Das ist halt major schlimm. Aber Jo Olli ist halt immer noch nicht so lustig wie Lord Abaddon, finde ich. Abaddon war auch der Pionier des Kinderfickens. Ja, der hat Kinderficken groß gemacht. Er war der Erste. Da quasi. Sollte man ja schon so ein bisschen auch die Berühmtheit mit reinspielen lassen. Weil wie beliebt ist die Person? Überleg mal. Wenn die Person sehr beliebt ist, dann wird sie halt nicht verknackt oder verurteilt. Nee, und wenn sie nicht so beliebt ist oder berühmt, dann wird sie halt direkt in den Knast geschickt. Also das glaube ich, die beste Methode. Überleg mal, Heinrich, Lord Abaddon hatte damals 80.000 Abonnenten. Das war aber auf YouTube eine Größe. Alle kannten den. Mhm. Und Jo Olli hat jetzt 300.000 knapp gehabt, glaube ich. Also gut, kannten auch alle, aber er ist halt nicht so im Game gewesen wie Lord Abaddon. Das ist schon krass. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich finde das nicht so witzig. Also Lord Abaddon hat auch ein Sommercamp gemacht über ein Wochenende. Mit Jugendlichen? Ja, ja. Wusstest du das gar nicht? Nee. Der hat immer so ein Treffen gemacht. Da haben sie dann immer so Rollenspiele und so gemacht. Und ja, Rollenspiele. Da haben sie sich kennengelernt. Liebe Leute, ich mache auch nächstes Jahr ein Sommercamp. Ja, genau. Ein Brennpunkt, beides, ein Brennpunkt, Sommercamp, ihr lernt, wie man einen Podcast macht. Wir werden dann auch im Dunkeln einen Podcast machen, weil es wichtig ist, sich nicht zu sehen. Ja. Und um zu wissen, wie es den Zuschauern geht und den Zuhörern. Dass man nur über die Stimme kommuniziert und dann kommen so kleine Ablenkungen zwischendurch, dass man macht dann gepiekst so, wird. Und genau, so. Man macht so kleine Spielchen, man guckt, ob man mit vollem Mund auch reden kann. Genau, sich auch nackt zu zeigen vor Mikrofon ist auch wichtig. Auch eine Berührung. Ja, damit man aus sich rauskommt. Genau. Oder in jemanden rein. Nächstes Thema. Das war Greta Thunberg. Weiter. Haratschee. Kennst du Haratschee? Sag mir gar nichts. Heratsch heißt der, glaube ich. Weiß ich. Heratschee wird er geschrieben. Zeig mal deinen Namen. Heratschee. Was steht dahinter? Rape. Hirakei. Rape. Also da war wohl irgendwie so ein Mädel, die hätte vergewaltigt werden sollen. Sie hat schon gewartet. Ja, hat es auf ihrer To-Do-Liste. Ja. Irgendwie kam was dazwischen, nämlich Haratschee. Und der wurde dann verprügelt. Das war so ein Ding auf YouTube. Okay, ich krieg das alles nicht mit. Ich krieg das nur durch einen Brennpunkt mit. Leute, hört mehr Brennpunkt. Also sie sollte von jemandem vergewaltigt werden und ja, er hat was about to happen. Er hat dann gesagt, nehmt mich und dann Er hat sich in die Peniskugel geworfen, ja. Platz ist Tingo Waharajay. Oh. Nee, also ich habe sein Video dazu jetzt nicht nochmal geguckt, weil es mich nicht interessiert hat. Vergewaltigung ist doch alter Schuh. Ja, aber er hatte dann halt so ein blaues Auge, habe ich im Newstime-Video gesehen. Habt ihr schon mitbekommen, dass Simon Desue jetzt auch Online-Coaching macht? Ja, Alter, das ist alles so schlecht. Es ist einfach nur katastrophal. Der hat halt Leute eingeladen zu irgendwelchen, kommt vorbei, Livestreams und so, aber es ist halt ein pre-recorded Video, was dann halt alle Stunde abgespielt wird. Und die Leute sollen denken, er reagiert dann halt auf den Chat. Mhm. Ich mache gerade Gänsefüßchen. Und diesen Kurs kann man halt buchen für sehr viel Geld. Den Typen konnte ich schon seitdem nicht mehr leiten, wo der mit so einem Lamborghini irgendwie mal vorgefahren ist. Ich weiß auch nicht. Mein Lamborghini! Naja. Der spricht immer so hoch, ne? Ich glaube, der hat den sich ausgeliehen oder so. Wir alle kennen ihn ja noch von SchülerVZ ist unnötig. Er hat sich bewahrheitet. Ja, stimmt. Aber der Rest war eigentlich ziemlicher Bullshit. Ich meine, wer hat jetzt eigentlich die Xbox und die 1.000 Euro gewonnen? Um das nochmal hervorzuholen, ja.
Vor allem, überlegt jetzt mal, 1000 Euro war für ihn wahrscheinlich auch damals schon nichts. Damals war für YouTube, war, nee, das war schon recht viel damals für YouTuber. Damals gab es ja die Monetarisierung, glaube ich, noch gar nicht so, oder? Da gab es ja, war das noch Partner oder war es noch Aber der war einer der Größten. Also es hätte ihn nicht umgebracht, es einfach auszuzahlen, glaube ich. Umgebracht nicht. So. Und kennst du die Story überhaupt, dass er halt so das weiß ich, habe ich mitbekommen, dass dann der Gewinner das Ding gar nicht gegeben haben soll. Er hat dann irgendwie eine bezahlt, irgendwie 10 Euro oder so, indem sie sagt, das ja, Gute ist, ich weiß aus semi-sicherer Quelle, dass diese Art von Online-Business nicht funktioniert. Das heißt, es kann schon sein, dass er damit nicht so viel Geld verdient. Deshalb, wir müssen ihn nicht ganz so sehr blöd finden. Na, er hat doch auch dieses Reselling auf Amazon quasi als seine großartige Taktik verkauft. Ja, aber ja. Billig einkaufen und teurer verkaufen. Mind blown. Er hat es entdeckt. Aber es ist auch einfach ein Hurensohn, nicht so eine Art. Ja. So eine Art ist auf jeden Fall ziemlich scheiße. Weil man schafft damit keinerlei Wert. Richtig. Ja. Und er hatte dann irgendwie diverse Shops, so unter anderem Energy Drink Shop und so ein Driss, wo er halt sein Zeug halt über Dropshipping. Heinrich, ich muss dich trotzdem darauf hinweisen, dass du sehr weit vom Mikrofon entfernt sitzt. Und deswegen und obwohl du so ein, reden solltest. Obwohl du so ein mächtiges Organ hast, sehr leise redest. Ja, ich verstehe auch nicht. Also, das ist alles in meine Größe gegangen. Jetzt haben wir von Herat Shay sind wir auf Simon Desio gekommen. Unnötig! Das, Simon Desio sollte mal vergewaltigt werden, oder was soll uns das von sagen? Von wem denn? Von seiner Steuererklärung. In seinem Lamborghini. Apropos Steuererklärung, der hat jetzt irgendwie gesagt, er zieht aus Deutschland weg. Also er hat wieder so ein Video gemacht, alles ist aus, das war's hier, ne? Game over. Das ist schon ewig nicht mehr in Deutschland. Nee, der war wieder hier. Der war wieder hier. Und jetzt zieht er aber nach Dubai. Weil da ist das irgendwie mit den Steuern und so schöner. Da kann man mehr Dinge tun. Ich wünsche ihm nichts Schlechtes. Ich wünsche eigentlich seinen Zuschauern, dass sie erkennen, dass es kein sehr sauberer Mensch ist. Ich frage mich halt echt. Steuerfreie Insel? Das habe ich irgendwo mal gelesen. Rügen. weißt du, was ich mich immer frage? Wie hat er es geschafft, wirklich weiterhin diese jungen Leute anzusprechen? Weil er hat ja diese Zuschauer von früher, die dann aber immer älter werden. Aber er hat es irgendwie geschafft. Weil er dumm geblieben ist. Dass seine Zuschauer nicht gealtert sind. Er ist ja auf dem Stall eines 13-Jährigen noch geblieben. Ja. Er hat sich ja nicht entwickelt. Ja, man kann schon vermuten, dass er ein guter Geschäftsmann ist. Aber auch relativ skrupellos, wie man halt sieht. Ne? Ja. Nicht ganz skrupellos, aber ziemlich. Färbt er sich seine Haare noch so komisch? Schwein. Blond oder und springt direkt Gesicht eintreten. Und springt in so Puddingbäder immer noch. Seine Aussicht. Nee, das glaube ich nicht. Aber der networkt auch ziemlich gut, muss man sagen. Der ist ja bei vielen dieser YouTuber, die ich alle nicht gucke, häufig mal zu sehen. Die ganzen Leons und wer ist nochmal dieser komische Typ, der immer so macht? Dann? Mit den vielen Schuhen. Mit den vielen Schuhen, ach. ApoRed. Genau, mit denen hat er irgendwie auch rumgegammelt. Also ich heiße Red. Ja. Aber YouTube stirbt sowieso aus, denn jetzt sind ja Julian Bam und PewDiePie, die machen jetzt dicht. Ich hab echt das Gefühl, dass YouTube, wie es jetzt ist, langsam den Ast runtergeht, sag ich mal. Naja, weißt du, was halt das nächste sein wird? Die ganzen TV-Sender, die werden halt auf YouTube vertreten sein. Ja, und eben. Dann wird das genauso. Dann musst du Abos abschließen oder sowas, um das zu gucken. Was auf YouTube immer läuft, sind Dokus. So im Endeffekt läuft. Katzenvideos. Also wird aus YouTube Deutsche Welle genau TV das gleiche wie aus MyVideo. Also MyVideo hat ja auch irgendwann mal so ein Video-on-Demand-Portal gegründet. Aber aus gibt's ihrem das jetzt Video-Portal. Noch? Gibt's MyVideo nee, überhaupt noch? Ja, gibt es tatsächlich noch. Ist aber jetzt ein Video-on-Demand. Okay. Weil die halt keine Konkurrenz zu YouTube waren, die ja von Google damals aufgekauft wurden. Was glaubt ihr, wird Streaming-Webvideo ablösen? Wird Twitch das neue YouTube? Das machen die alle auch. Julian Bam will jetzt auch mehr Streaming machen. Das machen die alle jetzt. Ja, also du kannst halt da nichts Gutes machen. Und ja, das würde ich nicht sagen. Ja, aber du brauchst halt editierte Videos. Das ist einfach so ein. Gut, du kannst ja senden. Netflix werden parallel laufen, immer. Das ist. Es braucht einfach nur mal endlich einen Konkurrenten, einen wirklichen Konkurrenten für YouTube. Damit die nicht einfach immer nur machen können, was sie wollen. Vielleicht geht ja Twitch irgendwann. Twitch ist ja powered by Amazon, ist das richtig? Ja. Vielleicht gehen die ja dann mehr in die Webvideo-Richtung und hätten sich dann von der Gegenseite an YouTube ran entwickelt und wird dadurch eine Konkurrenz schaffen. Könnte sein. Vielleicht werden sie nicht so Webvideo-ig, aber schon so ein bisschen. Aber was ist das zum Beispiel 24 Stunden streamen? Viel recordetes Material, aber dann viel teilweise auch halt live.
ginge ja theoretisch. Vielleicht geht es ja in die Richtung. Aber es ist halt auch sehr viel Aufwand für die User, die dann. Hast du bei YouTuber auch? Ja. Videos schneiden, ist voll der Aufwand, ne? Ja, na klar. Wir sehen, wir werden sehen, vielleicht macht ja Disney auch irgendwas in die Richtung. Disney macht doch eh alles. Disney ist doch alles. Ja. 80% aller Top-Filme dieses Jahr kamen von Disney. Das ist schon eine gute Bilanz. Meinst du, die finden in den Markt rein? Die kaufen halt alles ein. Das ist genauso wie das Netflix, die ganzen Schauspieler da gekauft hat. Oder nee, Netflix kauft keine Schauspieler. Die Schauspieler kommen freiwillig zu Netflix. Die Filmstudios halt. Die Filmstudios haben am Anfang gesagt, Netflix ist der Horror. Da haben sie sich darauf eingelassen und jetzt hat Disney gesagt, nö, wir haben keinen Bock auf Netflix und jetzt machen wir unser eigenes Ding. Jetzt bezahlt ihr bitte uns und Netflix und alle anderen, die jetzt eine eigene Video-on-Demand-Plattform anbieten. Aber gibt es jetzt nicht sogar noch einen billigeren Streaming-Dienst hier von Apple? Irgendwie für 4 Euro noch was? Ich würde mal sagen, wir müssen leider mit den Themen etwas weitermachen, liebe Leute. Wir haben nämlich noch 20 Minuten Zeit und ich wollte auch eigentlich noch die Highlights des Jahres mal so ein bisschen ansprechen. Das können wir auch mit Daniel machen nächste Woche. Aber dann ist ja, können wir, ja, von mir aus, aber dann ist halt schon nächstes Jahr, ne? Das wird doppelt Stimmt. Aber wir haben auch so noch ein paar Themen. Zum Beispiel Australien hatte 2 Tage in Folge den heißesten Tag seit Menschheitsgedenken in Australien. Seit Messungen. Hatten wir doch diesen Sommer auch. Also haben wir doch diesen Sommer auch die 42 Grad da. Wo erst 41 Grad Rekord, 42 Grad Rekord. 42 Grad waren es. Ja, in Köln. Also krank. In Australien. Also Australien hatte halt über 50 halt Grad. Auch so eine Art Grill, ne? Ja. Und also, die Politiker in Australien sind besonders schlau? Besonders Klimagegner. Syrien ist doch der Präsident so schlau und baut eine Autobahn halt direkt quer durch den Amazonas. Also, ja, keine Ahnung, wohin das führt, ne? Durch den Amazonas. Nee, also wohin diese Klimageschichte führt, weil langsam dürften echt alle, also auch ich bin immer gerne oft skeptisch, auch was Klima angeht. Ja. Ich sag mal so, es schadet absolut nichts, die Maßnahmen zu ergreifen, die Wissenschaftler vorschlagen. Wenn sie an dem Klima absolut nichts ändern, ist das ein Schritt in die Zukunft. Ich habe schon von. Also das, was ich auch immer sage, das, was man überhaupt nicht leugnen kann, ist ja zum Beispiel Plastik im Ozean so. Ja. Da kann ja auch keiner was gegen sagen eigentlich. Ja. Wenn man da vielleicht mehr ansetzt, weiß ich nicht. Wie bitte? Es gibt kein Plastik im Ozean. Ich habe noch keins gesehen. Selbst wenn man das mal ausnimmt, ja? Ja. Sagen wir mal, es wäre kein Plastik im Ozean. Kann trotzdem keiner sagen, dass Plastik im Ozean eine gute Sache ist. Aber die Erde ist ja auch eine Scheibe, ne? Ja. Bleiben wir doch mal in Down Under. Da wurde nämlich der reichste Businessman von Neuseeland wurde mit Child Pornografie am Flughafen festgehalten. War das nicht der so homophob war? Ja, ich glaube, ja. Ron Brierley. Also hat er sich wenigstens kleine Mädchen angeguckt. Ja. Na, dann geht's. Dann ist ja okay. Dann ist es nicht ganz so verwerflich. Und widersprüchlich. Vielleicht sollte Greta Porn machen, dann werde ich vielleicht in solchen Kreisen beliebter. Ey, du hast recht, wenn die einfach Pornografie betreibt, minderjährig, dann hat die viel mehr Aufmerksamkeit. Noch mehr. Die ist ja schon Person of the Year. So, Star Wars 9. Herodes und Tino, erklärt mal kurz, was war in Star Wars 9? Yoda hat ein Baby gekriegt. Ja. Im Todesstern. Ja. Und dann hat er so einen Knopf gedrückt und dann hat der andere das dann wieder weggemacht und hat wieder den Knopf gedrückt. Okay. Und dann gab es einen Vaterschaftstest und es war Darth Vader. Ich habe mich gefragt, ist Yoda einfach, redet der so, weil der Deutsch nicht gut gelernt hat? Oder, also redet Baby Yoda normal? Das ist ein Dialekt. Also, Fun Fact, Baby Yoda hat mit Star Wars 9 überhaupt nichts zu tun. Ja, aber wir haben doch gestern die Meme-Kompilation. Ja, das war The Mandalorian, das ist eine Serie. Ach so. Ja. Es gibt eine Star Wars-Serie mit Yoda. Ja, mit Baby Yoda. Das wusste ich auch nicht. Also im Endeffekt ist wieder krass, wer alles gestorben ist, aber dann doch nicht gestorben ist. Da denkst du immer hier, der Chihuahua ist tot, dann ist er doch nicht tot. Das finde ich echt total daneben. Und R2-D2, der wurde neu konfiguriert. Denkst du, ne, auch Black Kicks, Poops, ja, das ist ja auch ein Prequel, ein Sequel ist es irgendwie. Ja. Und dann denkst du so, hier die Geschichte, und jetzt haben die so viele Todessterne, jetzt ist an jedem Kriegsflieger ein Todesstern drin, total albern, finde ich das. Okay, also jetzt müssen wir vorsichtig sein, damit nicht doch Leute gespoilert werden. Wir haben ja eine Kombination aus Unwissen und wiedergegebenen Wissen von mir. Von daher müssen wir da wirklich aufpassen. Also Star Wars 9 habe ich gesehen, hat die ganze Welt gesehen, bis auf Tino und Herodes. Nee, haben sie eigentlich nicht, der Kinostart war sehr beschissen. Und das auch
zu Recht, um meine Wertung zu sagen. Also es war jetzt nicht der schlechteste Star Wars Film, aber halt was eine 5 von 10. Eine 5 von 10 ist nicht geil. Das ist kein Hype. Was hat ihn schlecht gemacht? Da ist nichts, also gut, das klingt jetzt im Vergleich zu dem Vorgänger, wo alles total dumm war, weil es nicht vorhersehbar war. Aber in dem Film war nichts Überraschendes. Es war alles vorhersehbar. Und ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Und nicht, was ich wollte, was ich erwartet habe. Und das ist halt nichts Gutes gewesen, sondern eher nur halt so wiedergekaute, ja, so ein, ja, okay, der 30. Marvel-Film. Einer von 30 Marvel-Filmen und nicht, oh krass, Alter, das Ende von einer spektakulären Trilogie, so, weißt du? Warum endet der Trilogie mit dem 9. Teil? Ja, das ist die 3. Trilogie. Dann habe ich verzählt. Ja. Oh. Ja. 2, 5, 7, 3. Also vielleicht auch eine 6 von 10, aber mehr ist es für mich nicht. Naja. So. Ich werde mir nie ansehen. Jetzt haben wir ja was. Da baue ich seit Monaten drauf auf. Ja? Nee, eigentlich seit 2 Wochen. Also, es gibt 80 polnische Städte, die sich selbst zu einer O. Nicht gut. Versagte Stimme. Ja, leg die halt jetzt mal lieber weg. Der legt sie nicht weg. Polnische Städte haben. 80 polnische Städte haben sich zu einer. Du kennst dich da aus. Wie heißen die? LGBTQ+. Freien Zone erklärt. 80 polnische Städte. Und die EU hat gesagt: mach das mal nicht. Hat fast geschlossen. Ich glaube, 7 Gegenstimmen oder so. Weiß leider nicht, was das ist, so eine Zone. Naja, die sagen: hier gibt es keine Schwulen, Lesben, sonst was. Ja, wir haben jeden gefragt, ja. Gibt es keine. Das gibt's ja nicht, das unterstützen wir nicht, das wollen wir hier nicht. Und jetzt natürlich, wenn die EU steuert hart dagegen, ist jetzt die Frage: gibt es jetzt den Polxit oder den Rausschwitz? Rausschwitz ist gut. Rausschwitz. Ja. Währenddessen Brexit jetzt der Rausschwitz. Währenddessen in den USA ein Mann verurteilt wurde zu 16 Jahren Haft, weil er eine Regenbogenfahne verbrannt hat. Das sind halt die beiden Extreme, die wir derzeit haben. Ja. Bitte? Eine Fahne verbrennen ist schlimm? Offenbar schon. 16 Jahre. War es eine Wodka-Fahne oder warum hat die so gut gebrannt? Falscher Podcast, verpiss dich. Alter. Selbst wenn ich der übelste letzte Homo-Anhänger wäre, würde ich niemanden dafür verurteilen, dass er eine Fahne verbrennt. Naja, ich also in Amerika schon gut, ist dieses Fahnending halt was Besonderes, oder woher kommt das? Ich finde es schon gut, dass man jemanden maßregelt, das ist ja auch ein Zeichen gegen LGBTQ-Leute, ja? Dass man irgendwie sagt, hier, du kriegst irgendwie für Volksverhetzung irgendwie ein Jahr auf Bewährung oder Sozialstunden, aber 16 Jahre irgendwie für eine Fahne finde ich ein bisschen übertrieben. Ich finde, eine Fahne zu verbrennen sollte lediglich deshalb strafbar sein, weil es gegen den Brandschutz verstößt. Sag ich, wie es ist. An sich hast du recht. Ja, aber was weißt du, wenn es eine Fahne wäre, wo das Gesicht von jemandem drauf ist? Dann ist das doch ist es denn seine Fahne? Nee, aber... Es ist sein Gesicht. Und ist es halt auch noch Sachbeschädigung, aber wenn er seine eigene Fahne verbrennt, dann ist es doch... Nee, was weiß ich, wenn... Ich verstehe, dass es ein Zeichen ist, aber ich finde, das sollte nicht bestraft werden. Ja doch, es könnte schon eine Art... Verhetzung sein. Ja, eben, wenn ich jetzt ein Bild von Tino oder eine Fahne von Tinos Gesicht anbrenne. Oder eine Israel-Fahne zum Beispiel, das ist ja auch dann. Ja, aber da dürfte man meiner Meinung nach nicht unterscheiden. Also, wenn dann irgendwie jedes Land. Kann auch ein rein und raus so. Interpretieren irgendwo. Ja. Wenn jetzt alle sagen, oh, der hat ein Stück Stoff verbrannt, ja gut, soll er machen, ne? Richtig. Ich finde, das ist keine zu bestrafende Tat. Wenn er natürlich darauf schlussfolgern kann, dass er Straftaten an Juden bzw. Moslems plant, dann sollte man das fahnden, aber. Die Sache nicht die Verbrennung an sich. Die Kombination aus halt das Verbrennen einer Flagge mit einem Gesicht drauf oder mit einer Minderheit drauf plus der Aussage einer drohenden Gewalttat. Ja, man sollte vielleicht solche Leute beobachten. Richtig. Wenn er ruft dabei so Tod allen Schwulen und so. Das ist ja wieder was anderes. Ich finde, da ist der Ruf, aber nicht, also... Ich glaube, die Kombo ist, nee, ich finde den Ruf an sich schon sträflich, weil das ist ja dann so, das ist ja dann Volksverhetzung tatsächlich, wenn man sagt Tod oder dann ruft man da zum Umbringen auf irgendwo. Aber das Verbrennen dieser Flagge impliziert ja, dass er zu allem bereit ist, um dieser Community zu schaden. Naja, wenn man das so interpretiert. Zu allem bereit. Ey, ich mache jetzt mal, ich scheue mich nicht mal hier das Feuerzeug in die Hand zu nehmen, Leute. Ja, also zu allem bereit. Ich finde, eine Fahnenanzündung ist halt dumm, klar, aber so krass bestrafen. Ja, fand ich auch zu viel. Also überhaupt. Und dieses in Polen da, so eine schwulenfreie Zone, das ist ja auch zutiefst ignorant.
Gut, jetzt würde ich natürlich sagen, Polen ist offenbar ein bisschen hinterher. So, ja. Vielleicht ist das auch unsere Schuld. Die brauchen noch 20 Jahre, dann kommt die da auch dahinter. Nee, die steuern da schon dagegen an, auch Russland, die steuern da dagegen an. Die Gesellschaft, die Politik, mit den Gesetzen, dass man ja nicht Homosexualität gutheißen darf vor Minderjährigen und so. Ja, aber wenn man fragt, warum, haben die da ein richtiges Argument? Also was ich da raushöre, wir müssen da lange mal wieder einmarschieren jetzt. Nee, die Russland einmarschieren, das geht nicht gut. Nee, nicht Russland, Polen. Die knacken wir. Auch nicht allzu lang gut. Wir marschieren da einfach alle nackt ein, in diese 80 Dörfer. Machen Gruppensex. Scheißen da in die Ecken. Bis Stalingrad. Naja, aber bis Königsberg. Ja, klopse. Wäre schon eine gute Sache. Diesmal ziehen wir uns Stiefel an und Schals. Vielleicht steigt der König Friedrich hernieder und macht da sein Ding. Team Trees ist jetzt auch voll. Wir haben 20 Millionen Bäume gepflanzt. Ganz kurz, wer hat was gespendet? Du? Wer wie viel? Du? Ich habe da leider nichts gespendet, aber ich verwende Dingo? Ecosia. Ich auch nicht. Ich bin Veganer. Ich verwende Ecosia. Ich auch. Nice. Markus auch. Elon Musk auch hat was gespendet und Mr. Beast und so. Ja, für uns quasi gespendet. Für uns mitgespendet. Ich habe 27 Bäume gepflanzt. Nice. Siehst du? Ja, das ist also schön, weil das die Deadline war, glaube ich, auch 20. Januar und das war jetzt fast einen Monat vorher. Ja, klasse. Wir haben es nicht mehr geschafft. Wo kommen die Bäume eigentlich überall so hin? Ja, Wiesen. Ich meine, wird von dem Geld, oh krass. Wird von dem Geld auch so Grundstück gekauft oder wie läuft das ab? Weiß ich nicht, aber gibt es denn nicht. Muss man das Grundstück kaufen? Gibt es nicht ein Grundstück, was irgendwie in Staatsbesitz ist, was für sowas zur Verfügung gestellt werden muss? Ja, natürlich. Parks, na, was heißt muss? Also, Parks, Bäume, Wälder meine ich. Na gut, wenn man jetzt Bäume pflanzt, die eh schon hätten gepflanzt werden müssen, dann hätte man mit der Aktion nicht sehr viel erreicht. Aber ich denke so, eigentlich einen Baum zu pflanzen, muss man schon Land haben, das einem gehört. Wenn jetzt viele sagen, ich stelle dir das zur Verfügung und ihr müsst nur die Bäume bezahlen, das ist eine logische Sache. Aber sowas würde mich interessieren eigentlich. Es kann schon sein, dass wenn jetzt zum Beispiel im Amazonas Bäume fehlen oder so, wenn das heißt, wir bräuchten mehr Bäume dort gegen das CO2 und so, dann kann ja auch der Staat dort sagen, das ist in unserem Interesse und hier kommen die gespendeten Bäume hin, zum Beispiel. Das wäre natürlich eine saubere Sache, ja. Naja, wir sind da gar nicht drauf eingegangen. Das würde ich nochmal ganz kurz noch was zu Bäumen sagen. Findest du es traurig, dass Julian Bam aufhört? Ich habe mich für Julian Bam nie interessiert. In meinen Augen hat er eine sehr, sehr seltsame Nase. Ja, das unterschreibe ich. Der hat gute Videos gemacht. Der hat eine komische Nase. PewDiePie macht auch eine Pause. Doch, finde ich auch, ja. Ich habe mir ein Video von ihm angeguckt. Das ist relativ, also das ist, glaube ich, eine ganz amüsante Sache, so, aber der hat mich nie gefesselt. Anime-Videos fand ich eigentlich ganz cool. Mit so einer Zeitlupe hat er das bei mir gemacht. Das ja. War ganz geil. Also ich werde ihn nicht vermissen, aber war jetzt auch jetzt kein Dorn in meinem Auge. Ja, ich sag mal so, der wird ja nicht komplett sein, der wird sich ja nur weg sein, der wird sich nur auf eine gewisse Art und Weise neu erfinden, denke ich. Der wird in Rente gehen erstmal. Aber ich denke, er wird zumindest... Er macht auf seinem Zweitkanal ziemlich sicher weiter. Ja, der wird Boolean Jam und will Livestreamen halt. Meine Vermutung ist, dass er ja in irgendeiner Form zurückkommt, wenn es auch eine andere ist und egal wann. So. Und größere Projekte machen, vielleicht einmal im Monat oder einmal im halben Jahr einen Film raushauen. Kinofilm. So, dann fasse ich jetzt nochmal ganz kurz zwei Sachen zu Trump zusammen und ansonsten ist es vielleicht doch interessant, zumindest von Herodes nochmal ein, zwei Jahreshighlights zu hören. Ja. Trump hat den Whistleblower heute Nacht erwähnt. Also es gibt seit Monaten einen Namen, der da kursiert, der augenscheinliche Whistleblower ist. Den hat er jetzt auf Twitter veröffentlicht quasi, was auch irgendwie nicht so geil ist. Also selbst wenn das nicht ist, er erhofft sich davon natürlich, dass andere Leute Angst haben, vorzukommen. Weil vor 70 Millionen Twitter-Followern geoutet zu werden, ist nicht so geil. Australien steht übrigens in Flammen mittlerweile. Ah ja, gut. Haben wir auch gehört. Und das fand ich auch sehr interessant. Also nur mal so eine Technik zu zeigen, wie Trump korrupt ist. Die hatten so ein Treffen bei ihm in so einem Hotel. Und zufälligerweise, also so ein politisches Treffen, zufälligerweise ist genau an diesem Wochenende der Zimmerpreis immens gestiegen. Also statt normalerweise 500 Euro pro Nacht sind es dann plötzlich 6.700, wo es anfängt. Ja, der billigste Raum war dann 6.700. Und ist eine sehr offensichtliche Art und Weise, wie man Geld bekommen kann von Politikern und Mächtigen. Aber auch Leuten. Mit Recht, finde ich. Ja.
Aber die also, ja wenigstens auch. Ich finde, das verdeutlicht das halt so schön, wie einfach es ist, aber wie fucking obvious es ist. Das machen ja auch zu den Buchmessen immer, Leipzig und Frankfurt. Wenn Buchmesse ist, dann steigen die Preise der Hotels und Hostels. Ja, Himmel, weil und die Nachfrage steigt. Und du musst mindestens dann 3 Nächte auch buchen. Ja, das ist Wirtschaft, wie halt Herr Roder sagt, das ist halt die Nachfrage. Und wenn dann da Donald Trump kommt und das Geld hat, würde ich genauso machen, bin ich ehrlich. Nee, der kommt ja nicht, der verdient ja daran. Und das ist ja auch das. Ich dachte, das ist ja sein Hotel. Es ist sein Hotel. Aber es ist ein politisches Treffen. Das heißt auch hier wieder ganz deutlich impeachable offense. Er macht persönlichen Vorteil aus seiner Präsidentschaft. Stimmt. Und das geht halt eigentlich gar nicht. Wäre jetzt ein normaler Boss von einem Hotel, würde ich sagen, ich verstehe es. Das ist einfach nur geschäftsmännisch. Aber aus der Perspektive, dass er ja Präsident ist und das ausnutzt. Naja, es ist ja auch so dieses man kann sich ja aussuchen, ja, dann buche ich doch mal diesen schönen, wie gesagt, bei 6.700 fängt es an. Da buche ich heute mal diesen 20.000er Raum. Hier, Donny, nimm. So, weißt du, dieses Ding ist es ja. Das ist versteckte Bestechung quasi. Ja. Naja, nicht per se Bestechung, sondern ich supporte dich. Ja, Kim Jong-un zum Beispiel hat jetzt auch öffentlich gesagt, ich will, dass Trump wieder gewählt wird. Oh, also nur die besten Leute sind dafür. Aber egal. Was ist denn dein Highlight von 2019? Du hast gerade gesagt, zwei. Ich habe mir zwei überlegt. Okay. Die gehören zwar nicht in einen Topf, aber es sind beides Highlights. 2019 ist, was sage ich zuerst? Ich sag Platz, ich benenne keine Plätze. Also zuerst natürlich ganz klar Rezzo gegen Amthor. Mhm. War für mich ein Comedy-Knüller erster Sahne. Also ich gehöre ja der politischen Popcorn-Fraktion an. Das heißt, egal ob das für mich gut oder schlecht ist, ich will immer, dass Sachen passieren. Mhm. Ich war auch 2017/18 für Neuwahlen, weil das wäre halt interessant. Aber was kam? Die GroKo? Also ist das Uninteressanteste von allen passiert. Pardon. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja gestern erst wieder eine Memme-Kompilation angeguckt, wo Amthor seinen geilen ersten Satz sagt und sich fühlt wie der übelste Banger. Und das ist einfach nur, weiß ich nicht, also ohne Wertung. Ne? Rezo, du alter Zerstörer. Wow, Mensch, gib mir. Also das war einfach sehr, sehr spaßig. Also die ganze Anti-CDU-Rezzo-Sache. Und wie gesagt, Nummer 2, was absolut nicht in denselben Topf gehört wie das, aber auch irgendwo stimmungsmäßig aufwühlend war dieses Jahr, ist natürlich halt Halle, ne? Ich meine, ja. Nenn mir einen besseren Livestream dieses Jahr. Christchurch, dachte ich. Also ich. Nein, der war nicht so witzig. Der war nicht so gepflastert von kleinen Missgeschicken. Ja, ich setze mich hier noch hin, als Halle aktuell war und sage so, Leute, ihr müsst euch das nicht anschauen. Ne? Ich will es wirklich nicht promoten. Ja, ich erzähle euch, was passiert. Und so, ey, übelst witzig. Ich habe es auch echt nicht gesehen. Ich habe mich auf deine Quellen verlassen, Robin. Du hast mir davon erzählt, sehr aufschlussreich und detailliert. Die Tür ist zu, sprengen wir. Versucht da dreimal mit so einem kleinen D-Böller irgendwie da in das Schloss rein, kriegst nicht hin so. Schießt da von 1000 Meter Entfernung mit einer Schrotze auf dieses Tor und wundert sich, warum nichts passiert. Es ist einfach ulkig irgendwo. Wenn man die zwei Morde nicht hätte, wäre es wirklich Comedy. Könnte man das eigentlich Comedy so Golf. Webvideopreis nominieren. Hat nicht die Idee, das zu parodieren, aber dann gesagt, oh nee, das können wir nicht bringen. Das ist bei allen Sachen so. Alle erfolgreichen Videos, die wir nie gemacht haben. Aber lass doch mal kurz, war das mit dir? Das war doch mit dir. Bestimmt. Nein, ging um die Frau dabei. So. Oh, muss das hier sein? Und das, muss das sein, wenn ich hier langlaufe? Ja, wow. Und, ja, aber wir hatten da so eine richtig geile Idee, das zu parodieren, aber das kannst du halt nicht bringen. Weißt du es gerade? Nee, ich weiß es leider nicht. Überleg noch kurz. Also ich sag mal, natürlich völlig klar, dass Menschen, die sterben, obwohl sie das nicht wollen, keine gute Sache sind. Auch Menschen, die sterben, weil sie es wollen, ist keine gute Sache. Es sei denn, sie sind krank und alt und haben sich dazu entschieden, den Lebensabend mit Sterben zu beenden. Aber losgelöst davon darf man doch auch mal betrachten, es ist Slapstick. Ja. Und er macht halt sein Läppi in der Tür vom Auto kaputt und ärgert sich dann und weint am Ende fast so. Ich weiß auch nicht. Also nicht mal das kriege ich hin. Ja, es ist irgendwie vorne bis hinten so absurd und albern. Aber weißt du, das ist ja vielleicht auch ein Ansatz, den man nutzen kann, dass viele, die auch so denken, halt eigentlich solche Würste sind.
Ist so. Es ist so, natürlich. Also beide, auch der Christchurch-Mann ist ein Würstchen, so, sonst hätte der sich wahrscheinlich einen geilen Job gesucht und wäre erfolgreich. So. Aber nein, ne, klar, aber wie gesagt, natürlich ist das jetzt deine Lehre, die du der Menschheit da mitgeben willst. Aber ich will einfach nur lachen. Meine Lehre ist, man darf über alles Witze machen. Warum sollte man ein schlechtes Ereignis die Welt noch schlimmer werden lassen, anstatt einfach zu sagen, okay, das ist auch irgendwie witzig und schweißt Menschen zusammen, indem sie gemeinsam darüber lachen. Wir machen uns ja auch in keiner Silbe über die Opfer lustig. Wir machen ja uns über ihn lustig. Und das ist ja eigentlich das Beste, was man machen kann. Ich meine, das mit der Frau, muss das sein, wenn ich hier langlaufe, zeigt ja auch nur, dass sie ihn zu keinem Zeitpunkt wirklich ernst genommen hat, weil er so ein Würstchen ist. Ich würde mich auch ungern über sie lustig machen. Und natürlich steht da auch eine Familie hin, die jetzt jemanden richtig vermisst, gar keine Frage, aber... Es zeigt auch irgendwo, dass ein Typ halt versucht, krass zu sein, es einfach nicht geschissen kriegt und selbst so eine Frau, die vorbeiläuft, einfach denkt, dass ein Kind das mit Böllern spielt. Und der Typ wollte einfach ein angsterregender Amokläufer sein und schafft es nicht mal irgendwie halbwegs ernst genommen zu werden. Ich meine, der Opa steigt in aller Seelenruhe in dieses Auto ein, weil er es nicht schafft, seine Waffe nachzuladen. Es hat einfach absolut zwei Seiten natürlich, ne? Also ist deine Halle für dich auch so ein... Ah, nee, wir wollten ja nicht werden. Es ist für mich jetzt nicht... Nichts, wo ich sage, Party, Party, geil, geil, aber emotional aufreibend, insoweit ein Highlight. Aber es war insgesamt auch schon ein echt wildes Jahr, oder? Ich glaube, wir haben gerade im richtigen Jahr angefangen, diesen Podcast zu machen. Wir hatten der Christchurch, wie gesagt, wir hatten diesen Halle-Attentäter. Wir hatten das mit Greta, wir hatten diese Artikel ganze 13. Scheiße mit Trump, Artikel 13. Das ist echt viel passiert. Das war echt eine Menge. Ups and downs. Vielleicht schaffe ich das zu nächster Woche nochmal, ich hatte das mal angefangen, diesen... Spannungsbogen des Jahres quasi auszufüllen. Ja, dann können wir das nochmal. China und so, ja, das war ja auch noch. Ja, Sri Lanka, Hongkong. Das ist schon, also es war schon ein wilder Ritt. Wollen wir zum Jahresabschluss nochmal We Are the World singen? Ja, okay, wir sind jetzt auch. In die Hand nehmen. Wir sind jetzt auch beim Ende. Okay. There comes a time. Den Anfang kann ich nicht, kann nur fangen. Jetzt jemand anderes? Also, die Welt ist nicht so gut gerade. Change. Denk doch aber an die Kinderaugen glitzern. Nee, warte mal. Change of wind. Kommt jetzt der Refrain. We are the world. We are the children. We are the children. We are the children. There are people dying. Let's start. Muss das gerade hier sein, wenn ich vorbeilaufe? We are the world, we are the children. Danke fürs Einschalten. Markus kriegt Gänsehaut, Leute. Bitte schaltet nächstes Mal wieder ein und kauft Brennpunkt Hörerwunsch. Tino verarmt gerade. Tschüss. Das nächste Mal Daniel Kratsch. Oh ja, wir haben ja 50. Ausgabe. Da gibt es was ganz Besonderes. Und jetzt hast du nicht gespeichert.